Ich erhitze Sonnenblumenöl in einem großen Topf und würfle Zwiebelchen klein, brate alles an. Dazu gebe ich Hähnchenfleisch, klein geschnitten und auch größere Stücke und kleinere, und brate alles schön an. Ich gebe den Salz dazu. Und dann gebe ich Tomatensauce dazu. Und genauso viel Wasser wie Tomatensauce. Und lass das natürlich erstmal aufkochen. Das ist schon fast am Kochen, das wird jetzt richtig heiß. Und da es Minutenhähnchensteak ist, ist es auch gleich gar und darf nicht zu trocken werden. Deswegen können wir jetzt schon, anstatt schon aufgekocht, das reicht eigentlich so, klein geschnittene Weißkohl dazu machen. Und dann nochmal eine ganze Flasche Wasser und nochmal salzen. Dann mache ich Knoblauchzehen frei und dann kommen ganze Knoblauchzehen dazu, nachdem das aufgekocht hat, ist.